Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir vor der Öffnung der Sitzung noch ein paar Bemerkungen. Wir haben am 24. März dieses Jahres das erste Mal aufgrund der Corona-Pandemie unter, ja, man muss das so sagen, besonderen Bedingungen in jeder Hinsicht getagt. Es folgten 23 weitere Sitzungen des Landtages. In dieser Woche kommen noch 4 Sitzungen dazu. Neben Sondersitzungen und teilweise verkürzten Sitzungen fanden die vergangenen Plenarsitzungen dann im gewohnten Turnus statt. Wir haben, auch das, glaube ich, muss man deutlich sagen, viele Anstrengungen unternommen, um die Sitzungen durchführen zu können. Neben Hygienemaßnahmen und der geänderten Sitzordnung zählen nun auch insbesondere das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und auch die entsprechenden Corona-Schnelltestungen rund um die Sitzungstage dazu. Und ich will das heute nutzen, um Ihnen allen ein sehr herzliches Dankeschön zu sagen, dass Sie mit der Einhaltung dieser Maßnahmen dazu beitragen, dass, wenn auch nicht unter den gewohnten Umständen, die Handlungsfähigkeit der ersten Gewalt aufrechterhalten wird. Das ist eine gemeinsame Leistung, und ich bin sehr dankbar dafür, dass es so funktioniert. Und die positiven Nachrichten der letzten Wochen hinsichtlich eines Impfstoffs geben uns jetzt ja auch Anlass zu der Hoffnung, dass wir im kommenden Jahr unter hoffentlich weniger schwierigen Bedingungen zusammenkommen. Und jetzt gilt es für die kommenden Plenartage, die, wie Sie ja unserer sehr umfangreichen Tagesordnung entnehmen können, vor allem durch die Haushaltsdebatten geprägt sein werden, als Parlament umfassend zu beraten und auch die wichtigen Gesetze, die auf der Tagesordnung stehen, zu verabschieden. Und ich will das auch ein bisschen mit Blick auf die letzte Sitzung, die durchaus eine stimmungsvolle Sitzung, wenn ich das so sagen darf, gewesen ist. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die erfahrungsgemäß in diesem Haus sehr intensiven Debatten im Rahmen des Haushaltsgesetzes durch einen respektvollen, vorweihnachtlich sanftmütigen Umgang aller Mitglieder dieses doch sehr schönen und sehr sympathischen Hauses geprägt sein würden. Das ist eine höfliche Bitte an die Mitglieder des Hauses. Und wir haben uns ja auch lange unterhalten im Ältestenrat über die einzelnen Dinge. Ich will das gerne heute an den Anfang stellen. Ich begrüße insoweit Sie alle sehr herzlich, ebenso natürlich wie die Zuseher an den Bildschirmen und auch die Nutzer unseres beliebten Livestreams, der sich mehr und mehr, ich sage mal, Besuchern erfreut. Und wie ich erfahren habe, oder ich will stellvertretend grüßen, Johnny Klinke, den Direktor des Tigerpalast-Varietés, des legendären Tigerpalast-Varietés, der mir gestanden hat, dass er zu den eifrigsten Nutzern des Livestreams gehört. Also ein Gruß an Sie, die Kolleginnen und Kollegen, und natürlich an die Nutzer unserer Einrichtungen, mit denen man unsere interessanten Sitzungen verfolgen kann. Ich eröffne die 60. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle fest, dass Beschlussfähigkeit gegeben ist. Zur Tagesordnung darf ich Ihnen mitteilen, dass die Tagesordnung vom 1. Dezember 2020 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tage ja vorliegen. Wir haben uns im Ältestenrat darauf verständigt, dass die Setzpunkte im Rahmen der Aktuellen Stunde am Donnerstag mit einer Redezeit von jeweils 10 Minuten je Fraktion aufgerufen werden. Das betrifft die Tagesordnungspunkte 44 und 72 bis 76. Noch eingegangen und in den Fächern verteilt ist ein dringlicher Gesetzentwurf der Fraktion der SPD betreffend ein Gesetz über die Musikschulen im Lande Hessen. Das ist die Drucksache 20/4221. Da fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser dringliche Gesetzentwurf Top 71. Und wir rufen ihn, wenn Sie dem nicht widersprechen, am Donnerstag, und zwar mit einer Redezeit von 7,5 Minuten auf. Ebenfalls noch an den Plätzen verteilt und eingegangen ist ein dringlicher Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie, Drucksache 20/4239. Da fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich auch hier der Fall. Dann wird das Top 77. Interfraktionell wurde bereits die Möglichkeit angesprochen, unmittelbar nach der ersten Lesung des Gesetzes in die zweite Lesung überzugehen und das Gesetz dann in zweiter Lesung zu verabschieden. Wollen wir so verfahren? Offensichtlich wollen. Kollege Günther Rudolph, bitte schön.
Herr Präsident, ja, wir haben den heute Morgen in der Fraktion beraten. Da gibt es erheblichen Beratungsbedarf. Und deswegen muss zumindest dann auch noch eine Ausschusssitzung dazu stattfinden können. Ja, wie wollen wir umgehen, Kollege Bellino? Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann beraten wir den am heutigen Abend am in Anführungszeichen Ende der Tagesordnung, sodass die Ausschüsse genügend Zeit haben, sich entsprechend vorzubereiten. Okay, dann wollen wir so verfahren. Alle einverstanden? Dann machen wir das so. Bei der Behandlung von Top 9, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und von Bündnis 90 die Grünen betreffend ein Gesetz zur Abmilderung der Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie im Bereich der hessischen berufsständischen Selbstverwaltungsorganisation, Drucksache 20-4205, haben sich alle Fraktionen damit einverstanden erklärt, dass wir ein beschleunigtes Verfahren durchführen, das heißt unmittelbar nach der ersten Lesung des Gesetzes in die zweite Lesung übergehen und das Gesetz dann in zweiter Lesung verabschieden. Allerdings ohne den angekündigten Änderungsantrag, wenn ich das richtig sehe, Herr Kollege Frömmrich? Ja, ohne den angekündigten Änderungsantrag, das werden wir dann in einem anderen Gesetz regeln müssen. Vielen herzlichen Dank. Kann ich denn davon ausgehen, dass damit eine dritte Lesung obsolet ist, also keiner eine dritte Lesung beantragt? Das ist offensichtlich auch hier der Fall. Dann kann der Aufruf am Donnerstag, wie wir es im Ablaufplan stehen haben, erfolgen. Okay, machen wir so. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass sich die parlamentarischen Geschäftsführer darauf verständigt haben, dass Top 69, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend ein Gesetz über den Erlass infektionsschützender Maßnahmen mit der Drucksache 20-4217 zu 20-3994 heute Abend als letzter Top aufgerufen. Es wäre jetzt der vorletzte Top aufgerufen werden. Ist so. Die Fraktion der Freien Demokraten hat mitgeteilt, dass sie eine dritte Lesung beantragen wird. Der Kollege Lenders nickt, dann wird das so geschehen. Damit kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung für die 60. bis 63. Sitzung mit den eben besprochenen Ergänzungen. Können wir sie so genehmigen? Das ist offensichtlich der Fall. Keiner widerspricht. Dann machen wir das so und haben die Tagesordnung so genehmigt. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute, ja, dann bis, schätze ich mal, was 23 Uhr wird es möglicherweise werden. Wir werden es sehen. Im Anschluss an die Plenarsitzung tagen am Abend der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss im Sitzungsraum 501a. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Plenarsaal. Und muss noch einer tagen? Dann muss noch einer tagen, glaube ich. Ne? Kollege Frömm. Herr Präsident, das können wir, wenn wir die erste Lesung eintreten, können wir die Ausschüsse morgen machen. Ja, okay. Können wir auch morgen machen. Wollen wir so verfahren? Kollege Frömmrich? Ja, dann haben wir heute zwei Sitzungen und dann haben wir nicht heute vier Sitzungen. Sie wissen ja, dass es auch ein bisschen problematisch ist mit den großen Sitzungsräumen, die wir dann zur Verfügung haben müssten. Vielleicht entzerren wir das dadurch ein bisschen. Das wäre zumindest der Vorschlag. Ja, sind alle einverstanden? Wollen wir so machen? Dann machen wir das so. In Ordnung. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 1. Das ist die beliebte Fragestunde. Danach folgt die Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten mit dem Titel Hessen bleibt besonnen. Und dann folgt die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Aussprache zum Einzelplan 02 für das Haushaltsgesetz 2021. Darauf folgt dann die bereits erwähnte zweite Lesung des Gesetzes über den Erlass infektionsschützender Maßnahmen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir auch in dieser Plenarrunde alle zur Abstimmung stehenden Initiativen jeweils am Ende einer Plenarsitzung bündeln. Ich sehe keinen Widerspruch, dann machen wir das auch weiterhin. Ich darf Sie noch auf die Wahl des hessischen Datenschutzbeauftragten hinweisen, die vorgesehen ist für Donnerstag nach der Mittagspause. Ich darf auch noch einmal darauf hinweisen, dass zwei Saalmikrofone auf der Besuchertribüne vorhanden sind für diejenigen, die sich von oben einschalten wollen. Für heute fehlen entschuldigt ganztägig die Kollegin Kinkel, der Kollege Kaffenberger, die Kollegin Hartmann, der Kollege Lotz, der Kollege Bolldorf und Herr Staatsminister Klose. Gibt es weitere Entschuldigungen? Der Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Lena Arnold aus familiären Gründen entschuldigen. Vielen herzlichen Dank. Dann ist Kollegin Arnold auch entschuldigt. Wir haben zwei erfreuliche Ereignisse
in den letzten Tagen gehabt, denn in den Reihen der Landesregierung gab es ja mehrere Geburtstage, nicht nur zwei runde Geburtstage, aber noch ein weiterer, den ich nicht unerwähnt lassen möchte. Das ist einmal der Sprecher der Hessischen Landesregierung, der Staatssekretär Michael Busser, den wir am 15. November zu seinem 60. Geburtstag gratulieren durften. Auch noch einmal von hier aus alles Gute, viel Glück und in diesen Tagen besonders wichtig Gesundheit. Am Verfassungstag, am 1. Dezember, hatte Staatssekretär Patrick Burkhardt Geburtstag. Auch ihm gratulieren wir nachträglich nochmals und wünschen alles Gute, Glück und Gesundheit. Heute. Am Freitag, alles klar, danke schön. Ja, und Kollege Beuth hat auch Geburtstag gehabt, traditionell am 3. Dezember, wie jedes Jahr. Das ändert sich auch nicht, das wird sich auch nicht mehr ändern, und deswegen gratulieren wir auch ganz herzlich. Darf der in Abwesenheit und heute entschuldigten Kollegin Kaya Kinkel ganz herzlich gratulieren. Sie ist Mutter eines Mädchens geworden. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Alles Gute, viel Glück und vor allem auch Mutter und Kind und allen daran Beteiligten Gesundheit. Ja, so, damit bin ich eigentlich am Ende der amtlichen Mitteilungen.